Und damit mit meinem Bild, was ihr jetzt seht, also mit meinem Bild seht ihr mich ja jetzt. Haben jetzt den zweiten Tag hier bei uns hier im Urlaub und die Ela ist gerade von der Ostsee rausgekommen mit der Luftmatratze. Wollte ich einfach mal fragen, wieso kommst du denn jetzt raus schon? Weil du mir mal bitte im Rücken einreiben musst. Aha, also ich mache das gleich mit dem Rücken. Moment, ich mache gerade hier den zweiten Tag-Vlog. So, ich drehe mich jetzt mal hier so ein bisschen um, zeigt der Ela den Rücken. Ela, ich habe jetzt den Rücken, jetzt habe ich den Rücken. Geht gleich los, mit der Jane drauf. Jane, komm mal her. Hör auf zu spinnen, jetzt komm hier auf. Komm. So, wir sind heute nämlich hier am Strand und machen heute wirklich mal einen Badetag, Strandtag, so, wa? Und da hinten ist da ein Schiff, was man sieht da, das geht da irgendwo ab zu der Kreidefelsen. Da wollen wir auch mal mit. So, ansonsten ist das hier nur so ein Ding hier, ja, da ist der Seebrücke hier mit alle drum und dran. Körbe sind hier zu sehen, naja, und ist eigentlich nicht so doll, aber wie gesagt, wie machen wir heute den ganzen Tag hier und bauen gleich eine Burg und ich schmier mal wieder den Rücken ein. Hast du so eine Gänsepelle, sag mal. Alles klar. So, Kennings, mit diesen Bildern hier. Komm her, Jane, stell mal hierher. Die Ähnlichkeit von dem Tattoo, das gucken wir uns mal an. Was für eine Ähnlichkeit, war? Geile Tattoo. Okay, in diesem Sinne, liebe Leute, ciao und bis, ja, wenn was passiert, dann nehme ich was auf. Ciao. So, wir sind nochmal am zweiten Tag nochmal hier angekommen am Strand. Und zwar ist das der Hundebadestrand. Wir sind hier ja, aufbauten. Hier ist ständig was los und wir gehen morgen 18 Uhr gehen wir mal hier am Abend mal hin, weil hier stirbt der Bär. So, ich mache mal hier ein kleines Panorama-Video, um euch mal zeigen zu können, was hier überhaupt los ist. Natürlich ist es abends, es ist 21:05 Uhr. Ja, das ist die Seebrücke von Selin. Ja, und hier unten waren wir heute den ganzen Tag. Da sind die Strandkörbe, die ja so ausgerichtet sind, dass man sie ausrichten kann. Und ja, okay, nochmal, hier ist nochmal schön. Ja, deine Fans, die kannst du mal extra grüßen auf deinen Channel. Ich kann dir auch nochmal darauf verweisen, der Jane hat auch einen Channel. Ihr könnt da mal gerne mal hinkicken, ist verlinkt unter meinem Video. Sind wir unter dem Urlaubsvideo von uns, von unserer Familie. Bitte? Hört ihr die Möwen? Jo. Oh, da ist der Ela. Wo kommt der Ela? Ela, bleib doch mal bitte mal stehen. Jetzt zeigt mir der Ela natürlich ein richtiges Panoramabild. Guck mal. Und ich habe die ganze Panorama in Form eines Videos. Panorama. 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 So, guck dir das an. Das ist das nicht schön. Wundervoll. Und dann pass mal auf der Ela. Panorama. So, jetzt kommt er mal. Ach, der Inge ist schon wieder so weit weg hier, ey. So, dann pass, Ela. Komm doch mal hierher. Ich habe das Video jetzt immer noch auf. Komm. Chili, in einem... Komm. Ich kann nicht. Alter, dreh da... Hallo. Hallo. Schön. Deine Haare wieder. Die hatte ich heute auch schon mal im Sack. Am Sack. Nee, na du bist schon. Ja. So, und damit beenden wir mal den heutigen Abend. Beziehungsweise den zweiten Tag. Hast du das denn gesehen? Vielleicht gehen wir da nochmal lang da. Mal kicken. Guck mal, Micha. Nee, hab keine Zeit. Betreten der Aufzug. So, und ich habe natürlich auch noch ein bisschen was gefunden, denn wir sind ja dann noch ein Stück gelaufen und ist ein bisschen später geworden. Und Licht ist an der Seebrücke angegangen. Und da ist auch einer angegangen, der hat nämlich einen Stab gefunden. Und sag, warte schnell, mach hin. Du kannst hier nicht vorbei! So, und jetzt weiß jeder Bescheid. Da kommt keiner vorbei, aber alle sitzen sie da drin. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Ist das nicht geil? Du kannst nicht! JD, ist gut jetzt. Lass doch die Leute jetzt da auf der Seebrücke wieder vorbei. Die wollen da alle hoch. Also, Ruhe. Jedi, kannst du mal ruhig sein? Ich will mal hier Wellending ins Ruf haben. Hier. Wellengeräusch. Einfach mal 2-3 Minuten Ruhe. Ela? Dauerwelle oder was? Ela? Ja. Hey! Jetzt ist aber genug. Und die Mücken greifen an. Hat sich erledigt mit die 3 Minuten. Tschüss. Das ist Maddy. Leute, wir befinden uns hier nochmal auf der Seebrücke. Gleicher Tag, zweiter Tag. Und ist natürlich auch so, dass es ziemlich windig ist. Und ich weiß auch nicht, ob er mich jetzt gerade mal hört. Das ist die Seebrücke von ja, Selin. Habe auch kurze Informationen. Ich glaube 1937
hat man sie angefangen zu bauen, 1942, wo sie halt kaputt gemacht von den Nazis, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und es gibt auch ziemlich viele Gebäude noch, die instand gesetzt werden, heute auch noch, und das ist ganz, ganz oben. Sieht man zwar jetzt nicht so ganz genau, aber ist auch real. Ich wollte euch halt nur mal zeigen, wie das hier aussieht, wenn es dunkel ist. Ich schwenke mal hier mal kurz mal rüber. Da hinten weiß ich nicht, was da jetzt hinten ist, da hinten weiß ich auch nicht, was da jetzt hinten ist. Aber das, was ich jetzt wissen darf, vorne ist eine Glocke. Das ist natürlich für die Touristen, was ganz gut ist, da ist eine Glocke, da kann man rein, da kann man tauchen. Keine Ahnung, ob man denn da irgendwie mal was sieht, wenn man unten ist. Wasser, wenn der drüber ist, kann man nicht sehen. Also ist das unnötige Geldverschwendung. Ich weiß ja nicht, ob man dann immer noch mal sieht. Da ist der Ela. Ela! Okay, genau, da haben wir den Ela mal erwischt. Wie gesagt, ja, ist das die Seebrücke von Celine. Und ich glaube, meines Wissens nach, das ist ja doch die größte Seeglocke hier an der Ostsee. Kann mich irren, wenn mich irre, dann tut es mir leid. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Warum wird denn das nicht immer aus, wenn ich sage aus? Achso, ich muss auf